aus Atlans persönlichen Aufzeichnungen. Während um uns und über uns der Hammer der Vernichtung tobte, das gesamte Trafsystem in Schutt und Asche zu legen drohte, focht ich auf einem abgelegenen Landefeld in der Nähe von Irikan, Traversans Hauptstadt, den Kampf meines Lebens. Ihr hättet mein Angebot annehmen sollen, Atlan Dagonozahl. Mit einem Verbrecher verhandle ich nicht. Aber du verschwendest kostbare Zeit. Vorsicht, links! Ein schwerer Fehler, der euch das Leben kosten wird, Hochedler. Du bist ihm unterlegen, Arkonide. Wenn dieser Kampf so weitergeht, kann dich nur noch ein Wunder retten. Mein Extrasinn hatte zu meinem großen Bedauern recht. Es sah so aus, als hätte ich meinen Meister gefunden. Und es sah so aus, als wäre nach allen glücklichen Wendungen, die mein Abenteuer in dieser Zeit für Traversan und mich genommen hatte, nun doch noch in letzter Sekunde alles schiefgelaufen. Während ich mich hier mit dem Dagor-Meister und Sentenza-Mitglied Trock schlug, dessen unliebsame Bekanntschaft ich bereits auf Archon 3 gemacht hatte, brauchte das Trafsystem meine Unterstützung und Hilfe so nötig wie nie zuvor. Das ist euer Ende, Erhabener! Schade! Ich hätte lieber mit statt gegen euch gekämpft! Atlan, Finale für Traversan. Ein Hörspiel nach einem Roman von Rainer Castor. Was bisher geschah. Wir schreiben den August des Jahres 1280 NGZ, neue galaktische Zeitrechnung. Auf der Suche nach einer Geheimstation der Meister der Insel begibt sich Atlan in das Trafsystem. Bei der Erforschung der Station wird er von einer defekten Zeitmaschine in die Vergangenheit geschleudert, und zwar ins Jahr 12.405 Da'arg, das dem Jahr 5772 vor Christus entspricht. Zu dieser Zeit findet auf Traversan eine Auseinandersetzung mit Pyrrhus Pitt statt. Nerd Kuriolda Traversan, der alte Baron des Systems, wehrt sich gegen die skrupellose Steuerpolitik des Sonnenkurs. Die darauf folgende Strafexpedition konnte durch Atlans Angreifen zurückgeschlagen werden. Doch die Traversaner würden einen weiteren Angriff nicht überstehen. Dem Zeitreisenden, der eigentlich nur in seine Gegenwart zurückkehren möchte, bleibt nichts anderes übrig, als weiter für die Unabhängigkeit Traversans zu kämpfen. Nicht zuletzt aber auch deshalb, weil er Gefühle für Prinzessin Tamarina, die Tochter Nied Kuriols, entwickelt. Atlan und seine Freunde entkommen kämpfen, überstehen tödliche Intrigen. Sie bewähren sich auf dem Gerichtsplaneten Kelkar ebenso wie auf den Planeten Archons im Zentrum der Macht. Zuletzt scheint alles zu gelingen. Auf Archon 3 erreicht Atlan nach heftigen Auseinandersetzungen mit einem korrupten Wissenschaftler und dem gefährlichen Sicherheitschef Trock, dass der defekte Steuerchip der Zeitmaschine repariert wird. Auf Archon 1 wird nach nicht minder gefährlichen Abenteuern schließlich mit Timbakan da Copper ein Traversan wohlgesonnener neuer Sonnenkuh ernannt. Die alten und neuen Widersacher der kleinen Kolonie scheinen endgültig ausgeschaltet. Pyrrhus Pitt wurde zum Tode verurteilt und wartet streng bewacht im Kristallpalast auf seine Hinrichtung. Timbakans ärgster Konkurrent Leuharda Merit wurde von Archon verbannt. Und so treten die Freunde erleichtert den Rückweg nach Traversan an. Atlans Ziel muss jetzt sein, die Zeitmaschine zu reparieren und in seine Gegenwart zurückzukehren. Erstes Prinzip: Maßhaltung und Mäßigung.
Das rechte Maß ist der leuchtende Kristall für jeden Dagorista. Stets gilt es, die Verhältnismäßigkeit der Mittel zu wahren. Denn jedes Extrem schadet. Aus die 12 ehernen Prinzipien der Dagoristas. Um 3100 der Ark entstandener Kodex des Archon-Rittertums. Zitiert nach der von Moflav Klevirn kommentierten Kristallschiff-Version, erschienen 12400 der Ark. Zehn Tage zuvor, der fünfte Prago der Koruma, 12.402 der Ark. Archon 1, in eine Hochsicherheitszelle in der Tiefbunkeranlage des Kristallpalastes verlegt, wartet der ehemalige Sonnenkur Pyrius Bitt auf seine Exekution. Hey, wieso habt ihr es auf einmal so eilig? Man hat mir versprochen, dass ich meine letzte Mahlzeit in diesem Leben noch in Ruhe fertig essen kann. Noch ist es nicht so weit, Gefangener. Hier ist Besuch für Sie. Sie kennen mich nicht. Mein Name ist Neuader Merit. Es ist wichtig, dass Sie mit mir sprechen, bevor... Zu essen kann ich euch nichts mehr anbieten. Hochedler, aber ich nehme auch nicht an, dass ihr gekommen seid, um mit einem Todgeweihten die meine letzte Mahlzeit zu teilen. Wie in Teufels Namen habt ihr es geschafft, hier reinzukommen? Und was wollt ihr? Auch wenn meine Mittel rapide geschrumpft sind, lässt sich mit dem nötigen Kleingeld viel bewirken. Oh, jetzt fällt es mir ein, woher ich euren Namen kenne. Als ich noch nicht in dieser Zelle saß, sondern nur ein paar Stockwerke höher unter Hausarrest stand, hieß es, dass ihr meine Nachfolger werden sollt.